Warum bin ich hier eigentlich oben? Ich bräuchte hier wieder so ein. Also wieder von diesem Holz, so eine Art Balken. Ja, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich könnte anfangen, Truhen zu bauen. Ja, ich baue hier mal Truhen. Und dann gebe ich jeder Truhe einen Sinn. Also eine Beschriftung. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Hier 1, 2. 1, 2. Dann könnte hier ein Schild kommen und hier. Also hier. Nein, hier. Oder doch hier? Ja, hier. So, dann hier können wir keine Truhen platzieren. Hier irgendwie auch nicht. Aber hier auf dieser Wand. Ich crafte mir mal ein paar Truhen. Mit 34 Planks können wir nicht viel craften, deshalb fäll ich mal ein paar Bäume und erzähle mal weiter. Ja, ich glaube, wenn Ruffy eine antike Waffe ist, dann hat das irgendwas mit dieser Stimme zu tun, die er hören kann. Und Gold Roger hat auch gemeint, dass er auf Ruffy wartet, also auf jemanden wartet. Man weiß nicht, ob es wirklich Ruffy ist, aber er wartet auf jemanden. Obwohl er eigentlich tot ist. Das heißt, also man hat ja im Manga schon gesehen, dass dass schon Zeitreisen möglich ist, ne? Und das ist ziemlich unerwartet, weil Zeitreisen ist etwas ziemlich Merkwürdiges, wenn man die One Piece Szene halt, die Umgebung, die Atmosphäre und so alles betrachtet, ist die Zeitreise ziemlich merkwürdig. Ja, so Science-Fiction-haft. Aber Zeitreisen ist in One Piece halt möglich, durch eine Teufelsfrucht. Dann frage ich mich, ob die Stimmen, die man hören kann, was mit den Toten auf sich hat, mit bestimmten Toten. Ja. Obwohl Gold Roger hat ja auch gemeint, dass er nicht stirbt, also dass er nicht tot sein wird, sondern in Raftel oder irgendwo, ich weiß nicht, ob es wirklich Raftel ist, aber irgendwo wartet. Könnte eventuell auch eine Zwischendimension oder irgendwie sowas sein. Ich weiß es nicht. Aber dass das irgendwas mit den Stimmen zu tun hat, die Ruffy hören kann oder die Gold Roger hören konnte damals, als er mal unterwegs war. Und ob das halt eine antike Waffe ist. Weil man, ob er vielleicht Wissen oder irgendwas, so bestimmtes Wissen über die Teufelsfrucht, von der Entstehung oder von dem Benutzen der Teufelsfrucht. Weil die Teufelsfrüchte bergen auch eine Menge Geheimnisse. Autsch. Wie zum Beispiel hier, dass die Teufelsfrucht eine zweite Form hat, wenn nachdem es erwacht ist. Es könnte auch eine dritte, vierte, fünfte oder so haben. Ich weiß nicht. Soße? Habe ich gerade Soße gesagt? Nein. Ja. Ihr wisst schon. Und dass dann Ruffy vielleicht in der Lage ist, mit den Toten zu sprechen, mit dem Erfinder, dem Gründer der Teufelsfrucht. Früchte. Weil das ist, glaube ich, nichts Natürliches, ne? Es ist ja kein natürliches Verhalten, dass eine Teufelsfrucht in einen Menschen geht, dann dem Menschen ein, oder Waffen oder Tier, je nachdem wer das gerade ist, halt eine Fähigkeit verleiht. Und dann nachdem dieses sein Gefäß, sag ich mal, stirbt, dass er dann in der nächstgelegenen Frucht halt seinen nächsten Platz einnimmt. Das ist halt nichts Natürliches, ne? Also das ist ich glaube, dass man die Teufelsfrucht irgendwie geschaffen hat und dass dann Ruffy halt die Geheimnisse der Teufelsfrüchte von den Toten halt erfährt. Das wäre schon Beispiel, das wäre eine Theorie. Ich
warte mal erstmal, bis dieser Baum hier, bis diese Blätter hier despawned sind, bevor ich mich an den großen hier ranmache. Und es ist inzwischen dunkel. Wie viel Holz habe ich denn? 44. Das sollte reichen, um weiterzubauen. So. Und da ich gerade hier von Stimmen und so höre, erzähle, da fällt mir ein, dass Momo auch eine Stimme hören konnte. Und zwar die von dem Elefanten So. Dem tausendjährigen Elefanten, also der halt tausend Jahre lang rumläuft. Warum er tausend Jahre rumläuft, weiß man nicht. Momentan nicht. Anscheinend ist es irgendeine Strafe, irgendein Befehl oder so. Weil er musste halt Momo darum bitten, sich zu wehren. Also ich denke mal, dass es eine Strafe ist. Eine Strafe von jemandem, der ihm befohlen hat, hier über die Meere zu wandern. Bis irgendwas passiert. Ich weiß nicht genau was. Oder für die Ewigkeit, bis er stirbt. Es könnte auch sein, dass er auf jemanden wie Momo gewartet hat, also der Elefant. Also, der Krieg. Ich habe irgendwie gelesen, dass Oda gemeint hat, dass der Krieg in Marineford, also dass der nächste Krieg zwischen Kaido und so, den Krieg von Marineford in den Schatten stellen wird. Und so im Manga treffen ja sozusagen die ganzen Hauptcharaktere an. Kid, Hawkins, X-Drake sind ja schon alle da versammelt. Also die ganzen Supernova. Es fehlen nur noch hier Beach, Gang Beach und... Ja gut, die Revolutionäre kämpfen gerade hier in Marijoa, ne? Spoiler-Alarm. Was wollte ich denn nochmal machen? Ach ja. Kaido ist schon da, Big Mom ist auch schon im Anmarsch. Was die Marine tun wird, weiß man nicht. Die Marine könnte eventuell nach Marijoa segeln. Wano Kuni ist ja ein neutrales Gebiet für Marines. Die Zuständigkeit der Marine ist dort halt nicht vorhanden. Also die Marine ist für dieses Gebiet nicht zuständig. Es könnte auch eventuell einen Grund haben, warum Wano Kuni halt nicht in kein Mitglied der Marine, also der Weltregierung ist. Ich glaube, das hat was mit der Geschichte vor 800 Jahren zu tun, weil die Pornoglyphen, die die Weltregierung so fürchtet, ist ja von den Menschen aus Wano Kuni, genauer gesagt von den Kusebiklern aus Wano Kuni. Und ja. Eventuell ist Wano Kuni ein Land, das Ruffy dabei unterstützen will, neben Alabasta und Dressrosa und der Fischmännchen-Insel. Also ich merke gerade, dass Ruffy eine Menge Verbündete haben könnte, also ne, neben eben erwähnten ich weiß nicht, ob das stimmt, also ob das wirklich eintreffen wird, aber ich vermute halt, dass Kaido und Big Mom vielleicht ebenfalls sich mit Ruffy verbünden wird,
Bei Shanks bin ich ein bisschen skeptisch, wegen das ist ein bisschen merkwürdig mit dem. Ich traue ihm nicht so ganz. Auch wenn Ruffy ihn sehr stark bewundert, aber umso krasser wird es dann sein, dass wenn Shanks sich gegen ihn wendet. Shanks hat auch irgendwie gemeint, bevor er sich mit den fünf Weisen getroffen hat, dass es an so langsam an der Zeit ist. Für irgendetwas, ich weiß nicht was, hat er nicht gesagt. Ja. Also Ruffy hat eine Menge Verbündete. Durch seinen ganzen Abenteuer. Da hat er auch noch eine Streitmacht von... Wie viel waren das? 5000 von einem... Von dem Kommandanten hier. Und noch ein paar mehr, also ungefähr glaube ich 7000, 7500, ich weiß nicht so genau. Ne? Also wenn Ruffy irgendwas beginnt, dann wird es heftig sein. Aber der Kampf gegen Kaido, also der... Ich wusste es. Autsch. Weg hier. Was machst du mit dem Holzblock da? Willst du auch bauen? Vielleicht wollte er mir nur den Holzblock wiedergeben. Sind oben wieder Phantome? Nee. Ich nehme schon fast 2 Stunden auf. Das ist gleich 11 Uhr. Ich muss mal so langsam eine Aufnahmepause machen, aber ich finde das Thema halt sehr interessant. Die Serie One Piece hat eine Menge Geheimnisse. Dass Oda sich sowas aufgebaut hat, ist echt beeindruckend. Und kaum zu glauben, dass er eigentlich bei Alabasta aufhören wollte, weil das ist irgendwie so, das wirkt so für mich, als wäre das irgendwie so alles vorher schon so geplant und so, ne? Also, dass das alles so irgendwie vorbereitet wurde. Deshalb ist es für mich so unglaubwürdig, dass er nach Alabasta die Manga-Reihe aufhören wollte. Mond geht unter, die Sonne geht auf. Ich kann gleich weiterbauen. So in 20 Minuten mache ich eine Aufnahmepause. Da muss ich ein bisschen streng sein. Ja gut. Ja, der Krieg bei Kaido, also Kaido gegen Ruffy. Also, wenn man jetzt die Seiten betrachtet, hinter welche Leute Ruffy hat, also er hat den Kozuki-Clan, ne, also Momo und seine ganzen Leute, die ganzen Samuraien. Dann hat er Trafalgar Law. Seine eigenen Leute, also Zoro, also seine ganzen Crewmitglieder. Und seine ganzen Crewmitglieder suchen auch nach weiteren Samuraien, ne? Also das sind alles Spoiler, also... Na? Aua. Ich sollte nicht so rumspielen.
Ein Creeper. Der sollte da weg. Wehe, du explodierst. Nicht explodieren. Das Skelett sollte schon verbrannt sein. Na komm. Ah, ich glaube, ich habe gerade eine Vermutung bezüglich des Mods hier. Also dem Texturenpack. Eventuell richtet sich dieser Texturenpack Echtzeit an. Also, wir haben ja hier momentan Winter, ne, Januar. Nein. Autsch. Also, hier haben wir gerade Winter hier und deshalb ist vielleicht hier auch noch Winter. Das heißt, wenn wir bald Frühling haben, hier in Echtzeit, dann ist hier im Spiel auch vielleicht Frühling. Das heißt, wir haben hier so lange Winter, bis wir hier... solange wir hier Winter haben. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich zu sagen versuche. Boah, ich habe was am Auge im Moment. So. Dann. Autsch, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also Ruffy hat schon ein paar Leute aus seiner Seite. Wen hat er denn noch außer die ich gerade genannt habe? Ich glaube, das war's eigentlich. Was Big Mom für eine Rolle in diesem Krieg spielen wird, weiß man nicht. Es könnte ein Krieg zwischen drei Leuten sein. Oder auch zwei. Wenn es zwei sein sollte, dann wen könnte sich Big Mom denn anschließen? Ich habe eine Theorie gehört, dass wo gesagt wurde, dass Big Mom und Kaido mal in einer Piratenbande Mitglied waren, also dem stärksten. Also bevor die Zeitalter der Piraten begann, regierte ja eine bestimmte Piratenbande die Meere. Ne? Die Piratenbande hieß ja The Rooks, ich weiß nicht genau. Oh, da ist noch ein Halsblock. Und Big Mom waren zu ihrer hier Lebzeiten, die leben ja immer noch, aber während die halt jung waren, Mitglied dieser Piratenbande. Das muss auf jeden Fall geschehen sein, als Big Mom halt von der Nonne verlassen wurde, die sie aufgezogen hat, und dann beschlossen hat, Pirat zu werden. Aber ob die wirklich in einer Piratenbande waren, weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Wenn doch, dann könnten sich Kaido und Big Mom jetzt, also in der Gegenwart, sich verbünden. Und gegen Ruffy kämpfen. Da
hätte Ruffy wahrscheinlich überhaupt keine Chance. Wegen Kaido alleine ist sehr stark. Der hat Ruffy mit einem Schlag fertig gemacht. Achtung, Spider. Aber wenn dann noch Big Mom kommt, dann ist Ende im Gelände. Dann haben die keine Chance. Deshalb glaube ich kaum, dass Big Mom sich Kaido anschließen wird. Wegen Kaido hat auch außerdem noch gedroht, dass wenn Big Mom ja zu ihm kommt, dass er dann sie bekämpfen wird. Aber Big Mom hat sich davon nicht abschrecken lassen, hat gesagt, dass sie trotzdem kommt. Warum, weiß man nicht. Vielleicht, ich glaube, sie hat da gesagt, dass sie sich den Strohhüten, also dass sie sich an den Strohhüten rächen will. Vielleicht hat sie auch irgendeinen Hintergedanke. Vielleicht will sie Sanji haben. Für seine Kochkünste. Vor allem wurde ja in den Vordergrund gestellt, dass die Torte halt nicht vergiftet wurde. Ne? Die Torte wurde ja nicht vergiftet. Das hat Big Mom eventuell so beeindruckt. Weil Big Mom ist ja an sich halt sehr gutmütig. Ne? Sie will halt nur Frieden haben für alle Völker. Es soll ja halt keinen Rassismus geben. Deshalb sammelt sie ja, auch wenn das irgendwie paradox klingt, dass die ganzen Rassen in einem Buch, ne? Also jeweils ein Exemplar von jeder Rasse in einem Buch. Und er will, dass alle Völker miteinander von Frieden leben. Auch wenn das eventuell gezwungen sein mag. Also, ne, das. Aber an sich ist hier eigentlich, auch wenn ihre Mittel und Wege ein bisschen fragwürdig sind, ist die Intention dahinter ja eigentlich gut gemeint. Kaido hingegen will einfach nur die Zerstörung der Welt. Das hat er angekündigt, als Whitebeard gestorben ist. Er hat auch damit angedroht, dass der Krieg, den er dann beginnen wird, um einiges heftiger sein wird als das, was Whitebeard da verursacht hat.